Ja, hallo liebe Motorsportfreunde und herzlich willkommen zurück hier bei Mr. Easy Racer und einer weiteren Folge meines Let's Plays Need for Speed. Ja, zu einer weiteren Folge hier mit dem Update und ja, ich würde jetzt mal behaupten, wir tun mal, was kann man hier jetzt noch machen? Okay, ins Lagerhaus verschieben. Ja, wir tun uns jetzt mal unseren Subaru auswählen. Jetzt will ich mal ganz kurz gucken, was hat denn der so Leistungs... Ja, okay, der ist schon brutal, ne? Der ist schon brutal. Und zwar, ich habe jetzt gerade nochmal auf der Karte geguckt. Wir können das jetzt mal nochmal schnell gemeinsam machen. Also, wir haben jetzt hier dieses eine Drag Race, das haben wir abgeschlossen, ne? Auf leicht, das ist ganz klar. Dann haben wir hier ein weiteres Drag Race mit Mittel statt des Drag Racings. Und dann habe ich hier unten noch ein Drag Race gefunden. Das ist nämlich auf schwer und das nennt sich Speed Tunnel. Und ja, ich würde jetzt sagen... wir begeben uns jetzt mal hier hin, können uns noch mal kurz ein bisschen mit dem Subaru einfahren und ja, dann probieren wir mal aus, wie diese Drag Races funktionieren. Erstens mal mit einem Allrad und zweitens mal mit einem, ich sag jetzt mal, etwas moderneren Auto, weil wie ihr euch erinnern könnt, in der letzten Folge haben wir nur die Drag Races mit dem Hot Rod probiert. Und ja, da haben wir natürlich nur Heckantrieb. Und ja, jetzt muss ich mir mal genau anschauen, weil ich da ja selber schalten muss, wann ich da das Drehzahlband habe, beziehungsweise wann der schaltet. Ui, da haben wir sogar jetzt sogar einen Turbo Boost. Okay, der schaltet kurz nach 6. Okay. Kurz nach 6, das ist gut zu wissen halt immer. So, oh Gott. Aber der ist wieder nach hinten raus so lang übersetzt, gell? So war das doch. So, dann schauen wir einfach mal. Ja, ich bin noch immer auf der Suche nach einem gescheiten Auto. Oh Gott. Weil, wie gesagt, ich habe noch so eine kleine Rechnung offen mit dem Spezel. Er meint so, ja, ich krieg Klatscherei mit egal welchem Auto ich komme. Und der kann auch wirklich schon Need for Speed spielen. Oh Gott, also so ist er jetzt nicht. Und ja, da bin ich jetzt mal gespannt dann. Okay, der ist... Was, der hat 8 Gänge? What? Ja, der 8 ist natürlich brutal übersetzt. Na wunderbar, da werden wir Spaß haben. Die ersten Gänge klöppelt der natürlich durch. Oh Gott. Deswegen haben wir auch wahrscheinlich so viel Bumps von 0 auf 100. Eieiei, das kann jetzt was werden. Aber wir werden das ausprobieren jetzt. We will try. Aber hier erstmal schön rumlassen. Ja, also mit den Drag Races ist, kam halt jetzt wieder mal ein bisschen was Neues, ne? Auch wenn jetzt, ich ehrlich sagen muss, dass die Hot Rods, natürlich so als Erweiterung taugen sie schon, aber ja, ihr habt gesehen, das ist dann doch für mich relativ tricky, mit denen zu fahren. Vielleicht habt ihr ja da noch Vorschläge, die ihr mir machen könnt. So, jetzt will ich mal von euch auf jeden Fall die Speedwall mal sehen. Ah, da steht jetzt nur Rap Points. Ich würde gerne mal die Zeit sehen. 16,46. Okay, ja, wir probieren es einfach mal aus. Rase bis zur Ziellinie. Ja, wir wissen jetzt natürlich, wie das funktioniert. Oben rechts gerade schön BMW-Werbung gesehen. Ja, hatten ja auch jetzt erst 100-jähriges Jubiläum. So, aber wir fahren jetzt hier rein. Okay, Burnout ziehen. So, perfekt, okay. Okay, jetzt haben wir hier natürlich einen super Bereich, in dem wir hier reinstarten können. So. Okay. Ja, wie ich es mir gedacht habe, sind die anfänglichen Gänge wirklich nur zum Durchschalten. Okay, und jetzt haben wir natürlich ein Problem mit dem 8. Gang. Ah, okay. What? Das dauert so lange. 18,23, okay. Neue persönliche Bestleistung. Und da hat von euch einer 16. Okay, das ist brutal. Obwohl der Subaru schon komplett aufgetuned ist. Ja klar, kann es natürlich sein, dass es nicht das beste Auto unbedingt ist. So, ich würde es gerne nochmal probieren. Ich würde das jetzt wirklich gerne nochmal probieren. Alter, ernsthaft jetzt die Cops? Ernsthaft? Ja, ich zahle, komm. Lass mich jetzt bitte in Ruhe. Will doch nur das Track... Alter! Was ist denn los?
fertig. Fahren Sie weiter. Jawohl. 150 Dollar gemacht. Aber schau mal, wie der schaltet hier. Direkt den dritten Gang, direkt den vierten Gang. Was? Ich war doch gar nicht zu schnell, Alter. Hier, komm. Dem entkomme ich jetzt. Bis der da umdreht. Das zahle ich keine... Ja, da ist direkt der nächste. Aber Abkühlung, sehr gut. So, jetzt hoffe ich natürlich nicht, dass der mir gerade entgegenkommt. Schaut aber gut aus. Jawohl. Okay, jetzt brauche ich natürlich noch... Wo ist das Event? Hä? Wo ist das Event denn jetzt hin? Oh Gott, bin am ADW. Muss ja hier hin. Ja, teleportieren wir uns schnell. Ja, das Problem ist halt wirklich dieser achte Gang. Weil der geht mir dann komplett untertourig. Und ich muss den dann halt eigentlich mit Nitro erst in einen gewissen Bereich bringen, dass dann vor allem auch der Turbo wieder einsetzt. Weil ich schätze, untenrum haben wir dann doch schon ein ganz gutes Turboloch. Würde ich jetzt mal behaupten. So von der KI-Stärke ist das jetzt natürlich gar kein Problem. Das ist wirklich null Problemo. Okay. So. Hey, ich bin noch in der Startbox. What the fuck? Okay, jetzt, da geht's erst. Okay, gut, nur leider. Ah, super. So. So, und jetzt haben wir eben den achten Gang. Und ihr merkt es, wie sich der dann schwer tut. Ja, obwohl trotz des schlechten Starts... Ja, richtig schlechte Zeit. Ja, ich bin da halt sehr, sehr konzentriert. Deswegen, wenn ich da ein bisschen ruhiger bin, ja, tut's mir ein bisschen leid. Ja, egal, ich würde es jetzt kommen. Ich will es jetzt nochmal machen. Warum hat der auch den Burnout nicht gezählt, weißt? Wisst ihr, was ich meine? Der hätte den Burnout nicht zählen lassen. Habt ihr ja gerade gesehen, ne? Weil ich habe eigentlich geburnoutet, aber der... Oh Gott. Ja, komm, komm, lass mich in Ruhe. War ich hier überhaupt richtig? Fahre ich hier überhaupt richtig an der Tanke vorbei? Ja, ich glaube schon. So, jetzt brauche ich wieder eine Abkühlung von ein paar Sekunden. So, und jetzt hier hinten ist doch irgendwo das Drag Race, oder? Das wird mir jetzt natürlich nicht angezeigt. Klar. Wo haben wir es denn? Ja, hier haben wir es. So, letzter Versuch und dann werden wir zu dem Schweren rüberfahren. So, Event starten. Nein, jetzt... Nein, 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 nein. Ach, jetzt ist das dieses Online-Event, oder? Och, madig, da wollte ich doch gar nicht hin. Naja, egal. Egal, egal. Ja, bleibe im Startbereich. Nein, das ist nicht das ganz lange Event, oder? Weil dann bin ich raus. Wenn das dieses mega lange Event ist, er hat den anderen Hot Rod auf jeden Fall. Ja, okay, 9 Kilometer. Alter, das Ding geht ja. Okay, er hat Nitro gedrückt. Ja, gut. Wow, richtig verhakt gerade. Ja, genau. Genau. Wieder Host Boost, oder was? Ihn hat es überhaupt nicht weggesmashed. Ja, guck mal, da kannst du es ja eigentlich schon wieder vergessen, ja? So. Ja. Ja, aber nee, das... So. Oh. Gut, jetzt muss ich natürlich wieder hier komplett runterspringen. Mein Gott. Nee, weil das hat jetzt gerade für mich keinen Sinn gemacht. Weil es wäre uns da irgendwie so verhakt dann auch. Ich bin ja auch dem da richtig in die Räder da so reingefahren. Und richtig strange. Und ja, für mich hat das dann keinen Sinn gemacht. Weil in dem Event verdiene ich 3500 schneller als... in dem anderen. Weil den ersten hätte ich eh nicht mehr eingeholt. So, komm, auf geht's. Jetzt lass mich da... mal eine gute 17er Zeit reinbrennen hier. So, jetzt Burnout. Nein, überhitzt. Oh Mann. Oh Mann. Überhitzt dich, Idiot. Ich Idiot, ich Idiot. Ja.
So. Jawohl, ihr seht, dieser siebte Gang ist sowas von unnötig. Aber richtig. Aber trotzdem eine relativ gute Zeit, oder? Ah ja, okay. Relativ gut in Anführungsstrichen. Da war wirklich mein erster Versuch. War dann wirklich das Beste. Ja, ist ein bisschen madig, ne? Auf jeden Fall. Weil ich das da nicht hingekriegt habe. Also es, da, man braucht schon ein bisschen Gefühl. So, jetzt ist die Frage, fahren wir dahin? Ja, komm, oder? Fahren wir dahin. Geht ja relativ fix. 8 Kilometer. Sagen wir, in 2-3 Minuten haben wir das runtergefahren. Runtergefahren. Wir sind eh noch relativ früh in der Folge. Ich glaube, ich werde dann, ja, auf jeden Fall ein bisschen offscreen. Ja, komm, komm. Als Halt, Schmaul. Ich werde dann offscreen auf jeden Fall ein bisschen rumprobieren. Welches wirklich das beste Auto für Drag Race ist. Erkennt ihr diese Freunde, die ihr im Freundeskreis hast? Ja, kannst mir kommen, was du willst, ich mach dich trotzdem fertig. Und da kommen sie so mit Standard Aventador oder so. Und ich hasse das. Ich hasse Standard in Rennspielen. Wenn ich mit einem Auto komme, was einfach nur Standard schnell ist, und ich da halt ein bisschen was rein investiere. Ja, wow, das kann jeder. Ungefähr, ne? Ja, wie gesagt, wahrscheinlich der Golf wäre da brutal. Und ich habe mir gedacht, mit Allrad. Aber anscheinend nicht so. Dieser achte Gang ist halt behindert. Vor allem, seit wann haben die dem 8 Gänge eingeflanscht? Dem Subaru hier. Ja, genau. Und dann dieses Hin und Her, dieses teilweise dieses schwammige Handling, das regt mich auch so auf. Und dann bounce du so hin und her und bist eigentlich nur am Gegenlenken. So, und ich, jetzt hat auch gerade mal direkt von 5 in 7 geschaltet. Wenn ihr auch jetzt mal kurz schaut, guck mal, warte mal, ich will jetzt mal kurz in den 6. gehen. Das ist richtig behindert. So, 6. So, jetzt gucken wir mal 6, wann er in die 5 schaltet. So. Ja, okay. Ja, 1000. Ja, mein Gott. Jetzt habe ich nur auf dem Drehzahlmesser geachtet. Ich wollte gerade sagen, 1000 Umdrehungen macht er schon im 5. Gang. So. Aber es ist generell, ihr merkt es jetzt, guck mal, wie schnell der schaltet, wenn ich jetzt vom Stand losheize. So, 2, 3, 4, 5, 6 und direkt in die 7. Alter, was ist, what the fuck, wieso fahre ich gegen ihn Stempel jetzt? Mann, los, Mann. Easy, konzentrier dich jetzt mal ein bisschen. Von 4 und 5, genau, von 4 und 5, das war unnötig. Dann 6er geht schon wieder und 6, 7, ja, genau. Also da haben sie irgendwas kaputt gemacht im Subaru. Also da haben sie echt irgendwas kaputt gemacht. Von den Gängen her. Aber warum hat der auf einmal 8 Gang? Wieso bin ich jetzt hier so komisch gefahren? Ich hätte einfach geradeaus weiterfahren können. Fucking Navi, Alter. Ja, hier, seht ihr das? Von 6 in 7 gerade. So. Warte, wir gehen nochmal in 5. So, 6. 7, 8. Alter, das ist so behindert. Hätte man das nicht alles im 7er lassen können? 5, 6. Und jetzt kommt gleich 7, 8. Ist doch behindert, oder? Leute, jetzt seid doch mal ehrlich. Seid doch mal ehrlich. Alter. Okay, jetzt schauen wir mal hier. Oh, das Altenheim ganz vorne. Alles klar. Mit 30.000 Rap Points. Speedtunnel. Okay. Warum das jetzt auch schwer ist, werden wir wahrscheinlich gleich in Erfahrung bringen. So. Alles klar. Fahre in die Startbox. Okay. Bin ich. Jawohl. Er lässt schon mal hier brennen. Okay. Jawohl, gut. Okay, nicht perfekt, aber gut. Oh Gott. Aber ich ziehe ihn trotzdem locker ab. So, jetzt sehr, sehr früh einen 8. geschaltet und Nitro jetzt geben. Oh Gott, bin ich angeeckt hier. Okay, ja, KI hat trotzdem gar keine Chance. Ja, komm, schön noch Nitro pressen. Ja, jetzt sind wir hier wirklich auf Top Speed unterwegs. Oh, ist klar.
Okay, 30-9-2, das geht wahrscheinlich auch noch besser. Weil ich halt den Start komplett verhauen habe. Aber wirklich so tutti komplett die verhauen. So, gab es für die Events am Anfang nicht mal... Nicht mal, 16.000? Jetzt kriegt man immer 18.000 dafür, ne? Okay, ich bin auf Platz 9. Okay, von der Zeit... Alter, 27. Holy shit, Alter. 27 Sekunden und ich stehe bei 30. Das ist schon brutal. Das ist schon echt brutal. So. Jetzt probieren wir es doch nochmal. Jetzt probieren wir es doch nochmal. Ich will das jetzt hinbringen. So, jetzt gegen was fahren wir? Okay, Tudor. Oh shit, ich bin drüber hinausgefahren. Okay, der Burnout war ja ganz gut. Okay, wieder gut. Ja, die letzte Lampe fehlt noch. So, okay, jetzt hier halten. Jawohl. Jawohl, Dinger. Alter, ich hab geschaltet, Mann. Oi, da. Behindert. Ich hab jeden auf jeden Fall geschaltet. Wahrscheinlich hat das dann nicht ganz genommen. So. Aber irgendwie ist doch jetzt andersrum, oder? Ist doch hier nur geradeaus. Jo, ich gönn mir auf jeden Fall die 380. Ja, okay. So rum schaffe ich natürlich auch eine bessere Zeit. Hä? Das war ein anderer jetzt, oder? Hey, what? Sag mal, bin ich jetzt ganz blöd? Oder warum? Ich habe gerade einen anderen ausgewählt, oder? Hä? Ich reiz gerade gar nicht. Ja, ich habe auf jeden Fall gerade einen anderen ausgewählt. Wollte schon gerade sagen. 29-17. Das war doch nicht der auf schwer hier, oder? Nee, der war nur mittel. Das war doch hier der Schwere. Ja, what the fuck? Was habe ich da gerade gemacht? WTF, völlig verplant. Völlig verplant schon wieder. Okay, so, jetzt probieren wir es nochmal. Jetzt sind wir im Richtigen hier. Also. Ja, ich muss... Also, du musst warten, bis die vorletzte Leuchtelampe... Bis die vorletzte Lampe leuchtet. Und dann sofort vom Gas. Beim Burnout. So. Ich kann es euch jetzt nochmal zeigen. Also. Die erste leuchtet. Zweite leuchtet. Dritte leuchtet. Jetzt. Und vierte leuchtet. Und perfekt. Da hat ganz leicht noch die letzte geleuchtet. Aber dann sofort runtergehen. So. Und jetzt haben wir einen richtig guten Bereich. So. So, und dann habe ich im vierten Gang... Alter, ich habe geschaltet, Mann. Habe ich das erste Mal ein bisschen Zeit. So ein bisschen Nitro geben. So, und jetzt... Nein, nicht den Verkehr hier mitnehmen, jawohl. Und jetzt halt hier Vollgas. Jetzt halt hier Vollgas und ein bisschen Speed aufbauen. Und weiter Vollgas. Jawohl, Dinger. Jawohl. Das könnte jetzt nochmal eine bessere Rundenzeit... Oh, nur 30. Okay. Ich habe gedacht, das wäre jetzt eine bessere Rundenzeit. Oder eine bessere generell Zeit. Aber dem war nicht so. Okay. Jetzt passt mal auf, liebe Leute. Jetzt probieren wir nochmal eins. Ganz kurz jetzt noch in der Folge. Ihr könnt mir ja auch gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das alles so findet. So, ob ich noch mehr machen soll. Ich will auf jeden Fall das perfekte Drag-Auto haben. Das will ich in meiner Garage stehen haben. Oi. So, jetzt passt auf. Jetzt nehmen wir uns nochmal ganz kurz den Porsche. So, und jetzt gehen wir nochmal auf die Karte. So, und jetzt gönnen wir uns nochmal den Drag. Ich will jetzt wissen, ob wir mit dem schneller sind. Weil ich würde gerne wissen... Wie man in diesem Drag 2 Sekunden rausholt. Würde ich gerne echt wissen.
Das würde ich wirklich gerne wissen. Weil das ist ja schon brutal. 2 Sekunden ist halt echt eine brutale Zeit. So, da kann schon viel vergehen. Alles klar, jetzt probieren wir es nochmal. Wird jetzt das letzte Event nochmal für diese Folge sein. So, jawohl. Passt. Okay, fahre in die Startbox. Oh shit, wann schaltet der? So. Okay, ganz spät. Jawohl, gut. Okay, nur gut. Alter, guck mal, wo der dreht halt viel höher. Aber der Bereich ist super. So. So. Weil jetzt kann ich hier schon mal gut Nitro pressen. Wisst ihr, was ich meine? Da bin ich jetzt hier schon viel schneller in diesem Eck. Alter Schwede, alter Schwede. Und die 7. Welle rein. Ja, ich glaube, das geht mit dem eindeutig besser hier. Okay, mehr als die 7. Welle habe ich nicht. Jawohl, Linger. Okay, es liegt eiskalt am Auto. 28,82. Brutal. Und ich kann wahrscheinlich noch ein bisschen mehr rausholen. Okay. Ja, jetzt kommen wir dem Ganzen schon mal wieder etwas näher. Okay. Ja, so kann man das natürlich ausprobieren. Aber ist natürlich klar, dass der. Okay, ja, warum ist es klar? So, jetzt sind wir schon mal 5 auf der Speedball. Fehlt uns nur noch, ja, gute 2 Sekunden. Ja, okay, von 28, ja doch, von 28,8 auf 27,0. Da fehlt schon noch etwas. Aber, liebe Motorsportfreunde, wenn euch das Video gefallen hat, ah, die Corvette, die hat mir auch so getaugt, ja. Könnte ich mir auch irgendwann nochmal gönnen. Ja, also wenn euch jetzt das Video gefallen hat, würde es mich freuen, wenn ihr ein Like da lassen würdet. Wir sehen uns dann, ich weiß nicht, entweder im Need for Speed Part oder in einem anderen Part. Muss ich nochmal schauen. Und ja, jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Wie gesagt, Like da lassen, wenn es euch gefallen hat. Und ja, wir sehen uns dann in einem weiteren Video. Also liebe Leute, ciao, servus und bis dann.